Servus Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, dass ich ein bisschen darüber erzählen möchte, wie für mich der Einstieg in die Apple-Welt war. Ich bin quasi ganz frisch, ich bin Jungfrau, Jungfrau in der Apple-Welt, hatte im Prinzip noch nie mit den Dingern zu tun, außer eine kleine Ausnahme. Ich habe das Tablet von meinem mittleren Sohn eingerichtet, der hat nämlich ein MacBook Air, aber auch eine ältere Version. Das heißt, ich habe eine Apple-ID, mehr nicht. Ja, ansonsten wirklich null Plan. Habe aber trotzdem viel über Apple gelesen, viel auf YouTube über Apple geschaut, aber einfach Interesse halber. Ne? Das ist mein Problem. In meinem Willkommensvideo habe ich schon mal erwähnt, ich bin halt an so vielen Themen begeistert, dass die alle gar nicht hier oben in die kleine Schüssel reinpassen. Ja, ein Apple ist halt ein Thema davon, ja, ob es jetzt iPhones sind, ob es iPads sind, ob es Macs sind, egal, mich interessiert das alles und ich habe auch sehr viele Podcasts gerne gehört, wo es einfach um das Thema ging, rein Interesse halber. Irgendwann kam dann der M1 raus und ich denke mal, ihr wisst selber, man ist an diesem Hype, möchte ich es mal nennen, nicht vorbeigekommen. YouTube war voll damit, jeder Podcast war voll damit. Man kam ja an diesem M1-Chip gar nicht mehr vorbei. Wenn man ein bisschen Technik interessiert ist, musste man da drauf stoßen. Ja, so ging es mir auch. Und ich habe mir das mehrere Wochen angehört und angeschaut und wirklich zu Tode konsumiert. Alles zu dem Thema. Und war richtig geil drauf. Das hat mich so angefixt. Und da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt verkaufst deine alte Schüssel und kaufst dir so ein Mac Mini M1. Und dann schau mal, was dran ist, schau mal, wie es dir gefällt. Ist dann gleichzeitig auch so ein bisschen der Einstieg in die Apple-Welt. Also nicht falsch verstehen, ich wollte nicht umsteigen, ich wollte nicht von Windows weg, weil Windows scheiße. Es war einfach nur, ich möchte es mal sehen, wie es ist. Wenn es nichts taugt, dann kommt die Kiste da hinten wieder weg und dann steht da wieder ein Windows-Rechner. Ist eine ganz einfache Geschichte. Aber ich wollte es mal machen. Ne? Noch macht das Gehirn mit, noch können wir so Spielerei machen, ohne dran zu verzweifeln. Also gut. Ich habe mich dann für ein Mac Mini entschieden. Warum? MacBook brauche ich nicht. Wenn ich arbeite, sitze ich hier im Büro, wo ich jetzt auch sitze und arbeite. Und ich hatte schon genügend Windows Notebooks, die standen dann auf dem Arbeitsplatz rum und wurden vielleicht ab und zu mal ins Wohnzimmer mitgenommen. Oder mal in Urlaub und lohnt sich für mich nicht wirklich. Also der Aufpreis wäre rausgeschmissenes Geld. Dann eher so in die Richtung, jetzt kaufst du dir einen Mac Mini, der steht dann hier, mit dem kannst du arbeiten. Der hat ja auch gewisse Vorteile zum MacBook Air. Ich meine, das MacBook Pro war mir dann eh zu teuer. Das wollte ich nicht ausgeben für so ein Ding. Und der Mac Mini mit Lüfter, mit allem, hat für mich da gewisse Vorteile gehabt. Und ja, deswegen habe ich mich dann für den entschieden. Dann eher sagen, wenn, also ich habe mir dann eher gesagt, wenn das funktioniert und wenn macOS ganz toll ist und ich unbedingt jetzt nur noch Apple kaufen will, dann holst du da irgendwann ein iPad Air oder von mir aus ein iPad Pro, weiß der Geier, schauen wir mal. Das kann man dann als Zweitgerät dann auch mitnehmen und die funktionieren ja mittlerweile annähernd wie die Notebooks von Apple. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Trotz Skript muss man ganz kurz einwerfen, YouTube machen und dann im Textprogramm hocken, in Word in meinem Fall und tippi, 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 ich mache mir jetzt ein tolles Skript. Das funktioniert dann ganz toll und dann ratterst dein Scheiß ab. Nee, funktioniert eben nicht. Das Skript hängt hier unter der Kamera und da kann ich auch jetzt schön draufschauen und lesen, aber es bringt einfach nichts, weil man muss schon ein guter Redner sein, um seine Stichpunkte nachher in vernünftige Sprache umzusetzen. Deswegen verzeiht mir da ein bisschen, wenn das ein bisschen hin und her springt und ein bisschen happig ist. Aber ich denke, wir kommen durch. Wie auch immer, machen wir mal weiter im Text. Ich habe mir den kleinen Mac Mini dann gekauft in der Grundkonfiguration. Also 8 GB RAM, 256 GB SSD. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil ich die Preise auf der Apple-Seite oder die Preise, was Apple auffährt für 8 GB RAM und für nochmal 256 GB SSD drauf, die sind krank. Mal ganz ehrlich, das ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Unnötig wie nur was.
Zumal man ja in vielen Videos am Anfang oder fast in allen Videos am Anfang gehört hat, wenn man jetzt nicht gerade der Pro Final Cut Pro X Adobe Creative Cloud 4K, 8K, 100K Videoschnitt Monster Profi Typ ist, dann reichen 8 und ich muss sagen, bis jetzt alles gut. Das mit der SSD auch wunderbar. Ich hänge sowieso eine externe dran, die ist jetzt noch nicht dran. Da kommt eine Terabyte Samsung Samsung T7 dran. Ist schnell genug, wenn man die an den richtigen Port hängt, dann kriegt die auch ihre 800 bis 1000 Megabyte pro Sekunde und fertig Spaß. Ja, das reicht völlig aus. Und da ich sowieso jetzt mit YouTube ein bisschen am Schneiden bin und viel am Filmen und die Dateien relativ groß werden, was hätte ich dann intern aufrüsten müssen? Eine Terabyte-Platte reinmachen und selbst die hätte es irgendwann geknackt und ich hätte auslagern müssen oder noch was Externes dranhängen. Wie auch immer. Quatsch, Grundkonfiguration bestellt, nochmal ein paar Euro draufgeknallt, weil Express muss sein. Ist leider auch so eine Krankheit von mir. Wenn ich mich entschieden habe, ich will einen Teil, dann will ich es. Dank Corona sehr schwer möglich. Darum gibt es zum Glück die Expresslieferung. Ich habe um 18 Uhr bestellt, am nächsten Tag war das Ding da. Wunderbar, Teil kommt an. Familie war gerade am Essen, ich mit meinem Karton hingesetzt. Mein großer Sohn ist da auch sehr, sehr interessiert dran. Wir haben das ausgepackt und ja, schon so ein bisschen, oh cool, Apple-Karton und jetzt machen wir mal den Karton auf und oh, da ist er ja und schau ihn dir mal an und jetzt die Folie runter, war schon lustig, aber als ich das Ding dann in der Hand hatte, was soll ich sagen? Es war ein Computer, so ein kleiner Computer, so wie sie es von anderen Herstellern auch gibt. Und es war schon cool und es sieht toll aus, aber dieses, was ich so aus meiner Erfahrung, also das heißt Erfahrung, nee, nicht Erfahrung, aus meiner, wie soll ich es nennen, Recherche oder aus meinem, was ich so mitbekommen habe über YouTube, über Podcasts, über Artikel im Internet. Ich hätte eigentlich ausflippen müssen vor Ehrfurcht von dieser Qualität. Und das ist definitiv nicht so. Also in meinem Fall nicht. Es war toll. Ich meine, er steht da hinten. Ich kann mir ihn da angucken. Er sieht nett aus, aber es ist ein Computer mit einem silbernen Apfel drauf. Also will jetzt niemand auf die Füße treten, wer das geil findet. Ganz klar. Mir gefällt er auch. Nicht falsch verstehen, aber ja, ein Computer. So, und dann, um weiterzumachen, musste das Teil natürlich sofort angeschlossen werden. Ganz klar, ein neues Teil, das darf nicht warten, das muss ran. Also runter in den Keller, Netzkabel dran und dann erstmal gemerkt, dass ich gar kein Keyboard und gar keine Maus dafür habe. Ja, super. Also irgendwo noch eine alte Microsoft-Tastatur, eine alte Maus ausgegraben, mit Kabel angeschlossen. Und ja, sah lächerlich aus, aber hat funktioniert. Und das Ding mal angeschaltet. Und als ich auf den Power-Knopf drücke, jetzt mal ohne Witz, dann musste ich erstmal tierisch lachen, weil dann ging auf einmal dieser interne Lautsprecher an und es kommt dieser Apple-Sound. Ne? Ich guck mal, dass ich den einspielen kann. Ob ich den irgendwie. Ja, klar, finde ich den logisch. Ich spiele den mal ein. Und der hört sich dann bei euch aus den Lautsprechern oder aus den Kopfhörern ja noch gut an, aber aus diesem scheiß internen Lautsprecher, das ist das Erste, was ich von dem Gerät höre, dieser krächzende, schlechte Ton. Da habe ich echt gedacht, na danke, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, dieses, oh, schaut mal hier, mach mal dein MacBook Pro auf und wie schnell es doch aufgeht und wie geil sich alles anfühlt und schön Slider mit der Kamera drüber, wie es glänzt und alles aus Metall und beste Verarbeitung. Ja, wunderbar. Ich drücke aber auf den Knopf und krieg so einen Scheiß zu hören. Ist nicht weiter wild, kann man abstellen, aber nur mal so ein bisschen. Ja, man hat halt Erwartungen und die werden einem ja auch so propagiert und dann das. Nicht gut. Aber jetzt aber nicht schlecht. Einfach lustig, ja. Wie auch immer, Ding hochgefahren. Ich hatte ja zum Glück eine Apple ID ein bisschen eingerichtet. Geht wirklich
komplett easy vonstatten. Muss ich aber auch sagen, ist bei einer Windows-Installation nicht viel anders. Und dann ist man erstmal hier auf dem Bildschirm, auf dem Startbildschirm oder Desktop oder wie es bei macOS heißt, Schreibtisch, genau, Schreibtisch heißt. Ja, wie auch immer, kann jeder nennen, wie er will. Ah, und dann gingen die Probleme eigentlich schon los mit dem neuen Gerät. Zuerst hatte ich so ganz kleine Blitze im Bild. Ja, also ich habe hier leider keinen 4K-Monitor, ich habe einen Full-HD-Monitor, 32 Zoll, wunderbar, bin zufrieden, wird irgendwann mal getauscht gegen 4K, jetzt wo das Gerät da steht, aber das muss ja funktionieren. Ich habe ein hochwertiges HDMI-Kabel dran, sollte gehen. Und da habe ich so kleine, kleine Blitze dran, die habe ich leider damals nicht aufgenommen, deswegen kann ich es jetzt nicht zeigen, aber wird dann noch besser. Und schon so ein bisschen intern ging es in mir dann los, oh nein, jetzt ist der Apple kaputt, jetzt ist der Mac Mini kaputt, ach du Scheiße, was ist jetzt da los? Oder muss ich jetzt doch gleich noch einen Monitor kaufen? Und wisst ihr, das ist, ich weiß, viele von euch kennen das Gefühl, dann fängt das Herz an zu pumpen, bum, 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 irgendwas stimmt nicht, Scheiße, das neue Gerät und jetzt wollte ich doch unbedingt da dran und bum, 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 Wahnsinn, ja. Naja, die Dinger haben wir da mal ignoriert. Mein Sohn war da noch dabei, deswegen sage ich, haben wir. Haben wir ignoriert und erst was ich gemacht habe, erstmal ein Update gefahren. Und dann wurde es richtig übel. Update, klick, klick, wunderbar, installiert, Bildschirm wird schwarz, bootet ja auch neu. Ne? Ich weiß nicht warum, aber das muss ich auch mal kurz sagen. Ich dachte immer, Windows-Update, ständig neu booten, alles Kacke. Also bei diesem Update hat er neu gebootet. Und zwar nicht nur einmal, mehrmals. Ne? Vielleicht, keine Ahnung. Aber war jetzt nicht irgendwie so prägnant oder extrem anders wie bei Microsoft, muss ich sagen. Ich habe nie gedacht, oh, endlich, das sind Updates. So will ich sie haben. Nee, von wegen Banane. Das gleiche Spiel wie immer. Aber dann wurde es echt wirklich gruselig. Mal wieder einen Faden aufnehmen, einen roten Faden. Auf einmal fängt das Bild an zu kriseln. Ich werde es mal einblenden hier irgendwo. Das habe ich nämlich aufgenommen. Hey, Alter, ich wäre fast verzweifelt. Ich habe echt gedacht, das Ding ist am Arsch. Jetzt hast du ein neues Gerät da, bist geil wie Hulle drauf, das jetzt endlich mal auszuprobieren. Und jetzt kriselt hier der Scheiß nur noch rum. Hoffentlich kommt der wieder hoch. Und das Lustige war, das Update ging ja nicht 5 Minuten, das ging auch nicht 10 Minuten, das ging ja richtig, richtig lange. Und da hatte ich schon Panik. Nicht um das Gerät, das ist Garantie drauf, alles kein Problem, sondern um mich. Weil mir gerade der Spaß genommen wird, dass ich das Ding vernünftig testen kann. Und natürlich, wie es dann so ist, lass das scheiß Update laufen, ich gehe jetzt hoch, Handy, klick, 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 was kann das sein, Probleme. Und im Internet tausend Foren gefunden, was alles das verursachen kann und von defekter Mac bis sonst wohin, ja. Am Schluss ist mir dann erstmal der Gedankenblitz gekommen, komm, du hast ja noch ein HDMI-Kabel da. Ich blende das auch ein und habe einfach mal die HDMI-Kabel getauscht. Und schwupps war es weg. Ein hochwertiges HDMI-Kabel dran gehabt und diese Probleme gehabt und dann ein billiges dran gesteckt und es hat funktioniert. Alle Probleme behoben. Bild war da, Bild war klar, wunderbar. Ja, aber mal lag in dem Fall vielleicht an mir, weil ich habe halt ja das HDMI-Kabel angeschlossen, aber meine, ich bin jetzt endlich Mac-Benutzer oder Apple-Benutzer und fühle mich gut dabei. Vorfreude war erstmal dahin. Ja, muss man ganz einfach sagen, das war enttäuschend. Aber dann, wenn man weiß, gut, es war ein Kabel, kann das Gerät nichts dafür, alles gut. Aber, ne? Wie schlechter Sex. Ja, war gut. Man hat es gehabt, aber, ne? Wunderbar. Jo, und dann ging es los mit Einrichten. Und da werde ich wohl, ich weiß es noch nicht ganz, wie ich es machen soll, ehrlich gesagt, jetzt wo ich hier sitze und erzähle, aber wir werden wohl ein paar Mal dann
in Action-Videos dann auch auf den Bildschirm switchen müssen. Das Einrichten von dem Teil, da habe ich mich ehrlich gesagt ganz wohl gefühlt. Also ich muss schon sagen, diese Oberfläche von dem Mac OS ist schon schick. Also kann man nicht meckern. Sieht toll aus. Ich mag auch das Dock da unten und wunderbar. Also da muss man schon sagen, Windows kann man auch anpassen und man kann viel machen. Da habe ich halt alles mit Arbeit verbunden. Aber wenn ich jetzt einmal ein Standard-Windows mit einem Standard-Mac-OS vergleiche, dann ist Windows so eher so technisch orientiert, ja, so. Ja, nicht so hübsch, ja. Und das Mac-OS, das zeigt dir halt auf einen Blick, schau mal, hier kannst du dich wohlfühlen, hier ist alles ein bisschen bunt und willkommen im Schlafenland. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Aber das macht ja eigentlich den Rechner da hinten nicht aus. Ja, wie gesagt, mit ein paar mehr Mausklicks wäre das bei Microsoft auch möglich gewesen. Ich war so mehr am Anfang ein bisschen darauf aus, das Ding so einzurichten, wie ich mein Windows-PC hatte, um einfach zu schauen, wie verhält sich das? Also mein Windows-PC, an dem ich jeden Tag war, den ich angeschalten hatte und meine Software drauf, die ich nutze, genau so sollte der Mac dastehen. Dass ich einfach eins zu eins weiterarbeiten kann. Also mal Print Office installiert, hat super geklappt. Die Installationsmethode war ein bisschen anders, aber damit fange ich jetzt gar nicht erst an. Da gibt es genug Videos im Internet, wo man die drei Arten der Installationen auf macOS sehen kann, ja, mit Icon in den Ordner ziehen und Quatsch, da googeln mal ein bisschen rum, das findet er irgendwo. Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. Aber so ein paar prägnante Dinge, da muss ich halt doch drauf eingehen. Also Installation, Office, gar kein Problem. War alles da am Schluss. Ja, ich habe jetzt für YouTube natürlich ein Programm gebraucht zum Audio aufnehmen. Da hatte ich zuerst dieses GarageBand und das hat auch top funktioniert. Bin jetzt auf Audacity gewechselt. Jetzt für ein Windows-PC auch. Also alles da. War auch relativ glücklich. Und wurde es dann. So, meine Freunde, an dieser Stelle muss ich jetzt erstmal einen Cut machen, weil ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut, während ich dieses Video drehe. Und habe festgestellt, dass ich schon viel zu lange laber. Ich habe mir ja natürlich, bevor ich einen YouTube-Kanal hier eröffnet habe, ein paar Videos angeschaut, wie man das richtig macht, worauf man achten sollten. Und ich habe wohl gegen jede Regel verstoßen, gegen die man so verstoßen kann. Darum jetzt hier erstmal Schluss. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Und dann geht's weiter mit dem Thema. Da werden wir dann auch mal auf den Desktop schwenken und ich zeige ein paar spezielle Sachen, die mir den Umstieg echt erschwert haben. Und ich werde aber auch ein paar schöne Sachen zeigen. Da gehört zum Beispiel zu den schlechten Sachen OneDrive dazu, das sich absolut mies integrieren lässt. Und die Geschichte mit der NAS, wie ich das dann doch irgendwie hinbekommen habe. Darüber reden wir dann das nächste Mal. Dann ciao, macht's gut, bis nächsten Sonntag.